Wer derzeit die Taz, die Tageszeitung, liest und nach Artikeln von Ulrike Herrmann sucht, der wird nicht fündig, weil sie ist freigestellt, weil sie gerade ein Buch schreibt. Und das ist ja ein Buch, was das Grundthema überhaupt hat, Sieg des Kapitals, Kapitalismus erklärt für Menschen, die sich nicht mit Wirtschaft beschäftigen. Und ich freue mich, dass sie jetzt ein paar Minuten Zeit findet während des Schreibens, um mit mir zu plaudern. Ich freue mich, dass Ulrike Herrmann von der Taz der Leitung ist. Schönen guten Tag, Frau Herrmann. Ja, hallo. Ein tragischer Unsinn wollten wir unsere kleine Plauderrubriken nennen. Da könnte man über den tragischen Unsinn reden, über Irrtümer. Und Sie schreiben ja gerade ein Buch, möglicherweise über den größten Irrtum oder über die größte Chance in der Gesellschaft, über den Kapitalismus, der Sieg des Kapitals. Hat denn das Kapital tatsächlich gesiegt? Ja, also das ist natürlich ironisch gemeint. Also, was ich mit diesem Titel sagen will, ist eigentlich was Doppeltes. Das eine ist, es beschreibt tatsächlich unsere Wirtschaftsform, nicht? Der Kapitalismus ist total, also es gibt in unserer Gesellschaft keine Nische, es wird alles vom Kapitalismus durchdrungen. Und das andere ist natürlich, dass tatsächlich damit auch die Herrschaftsform beschrieben wird. Es ist natürlich so, dass die Leute, die Kapital besitzen, also Firmen und Fabriken, dass die auch in dieser Gesellschaft regieren. Das ist ja nun das eine, das Wirtschaftssystem, das andere ist ja Rechtsstaat und Demokratie. Das ist ja der andere Teil oder die andere Seite der Medaille. Sie sagen, dass die Wirtschaftsform alle Gesellschaftsbereiche durchdrungen hat, aber Demokratie und Rechtsstaat ist doch noch immer das Primat der Gesellschaft. Kann man das noch sagen? Ja, natürlich. Also das ist auch eines der vielen Missverständnisse zu glauben, dass Kapitalismus und Demokratie sich ausschließen. Sondern es ist ja historisch gesehen sogar so, dass die Demokratie erst entstanden ist, also in ihrer modernen Form, als die Staaten auch kapitalistisch waren. Also ich meine, seit wann gibt es das allgemeine Wahlrecht? Das ist, in fast allen Ländern ist das erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, nicht? Vorher haben ganz kleine Schichten regiert. Und natürlich waren 1918 alle westeuropäischen Staaten voll kapitalistische Systeme. Das heißt, dieser Gegensatz zwischen Demokratie und Kapital gibt es gar nicht. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Leute, die das Vermögen haben, und das Vermögen in Deutschland ist ja extrem ungleich verteilt, nicht das oberste 1% hat ja schon ungefähr ein Drittel, haben natürlich mehr Macht. Da darf man sich jetzt also auch keine Illusionen machen. Jetzt gibt es ja so die sogenannten Antikapitalisten, die den Kapitalismus abschaffen wollen. Sind die dann auch gleichzeitig Antidemokraten und gegen den Rechtsstaat oder kann man das so nicht sagen? Nein, also ich meine, ich kann verstehen, dass Leute den Kapitalismus abschaffen wollen, denn beispielsweise ist es so, dass der Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, natürlich auf jeden Fall dazu führen wird, dass die Umweltprobleme nicht mehr beherrschbar sind. Was ich allerdings an vielen Kapitalismuskritikern schwierig finde, ist, dass sie den Kapitalismus gar nicht kennen, den sie abschaffen wollen. Nicht? Also auch da gibt es viele sozusagen linke Mythen. Linke Mythen und dass viele Linke sich auch wenig mit Wirtschaftspolitik beschäftigen? Ja, genau, das ist ein Problem. Also die denken dann, ich will ja den Kapitalismus überwinden, warum soll ich mich mit dem Teil noch befassen, nicht? Ich kann das auch verstehen, aber das Problem ist, dass viele Modelle, beispielsweise Postwachstumsökonomie oder wie man dann in eine Gemeinwohlökonomie wieder überschwenken kann, die funktionieren so, hier ist der Kapitalismus und dort ist dann die Gemeinwohlökonomie, die man sich wünscht. Aber wie die Brücke zwischen den beiden Systemen funktionieren soll, also der Übergang, das wird nirgends beschrieben, aber gerade der Übergang ist das eigentliche Problem. Der Übergang wozu? In welche Wirtschaftsform oder in welche Gesellschaftsform? Naja, ich meine, viele Kapitalismuskritiker stellen sich ja vor, dass man dann wieder so eine Kreislaufwirtschaft hat, also ohne Wachstum, nicht? Die umweltschonend ist, wo man beispielsweise nur noch 3 Stunden, 5 Stunden pro Tag arbeitet und ansonsten eben Gemeinwohlarbeit macht, damit man eben nicht die Umwelt ruiniert. Und gegen diese Idee ist auch nichts zu sagen, denn es ist ja völlig klar, dass wir inzwischen mehr Güter produzieren, als wir eigentlich brauchen und dass natürlich es möglich wäre, auf Produktion zu verzichten, um die Umwelt zu retten. Das einzige Problem ist nur, und das wird von diesen Kapitalismuskritikern eben nie gesehen, es ist praktisch nicht möglich, das Wachstum einfach abzustellen. Nicht? Also wenn man einer Wirtschaft, wie der kapitalistischen Wirtschaft, verordnet, dass sie nicht mehr wachsen darf, dann ist das Ergebnis nicht eine Kreislaufwirtschaft, sondern es ist eine schrumpfende Wirtschaft, in der dann die Panik ausbricht, weil das Vermögen geht verloren, die Arbeitsplätze gehen verloren, es ist die totale Krise. Das heißt, Kapitalismus leid oder so ein bisschen Kapitalismus gibt es nicht? Nee, genau. Das ist das Problem. Also weil sozusagen eine Wirtschaft in der Krise ist so, dass dann
innerhalb kürzester Zeit alle in Panik geraten, weil, wie gesagt, ihr Einkommen weg ist, ihr Arbeitsplatz ist weg, ihr Vermögen ist weg. Und das kann man ja sehen, was dann passiert. Also 2009 ist ja die deutsche Wirtschaft um 5% geschrumpft durch die Finanzkrise. Alle waren schon wieder ganz aufgeregt, nicht? Und dann werden natürlich Konjunkturpakete verabschiedet, um möglichst schnell diesen Schrumpfungsprozess wieder zu beenden. Und das ist die ungelöste Frage, wie kommt man eigentlich von dem Wachstum weg? Und das bringt nichts, wie das viele Kapitalismuskritiker machen, einfach zu sagen, ja, es gibt da diese wunderbare Welt der Gemeinwohlökonomie, die ist schön, da müssen wir hin, ohne zu beschreiben, wie dieser Weg eigentlich aussehen soll. Also der Transformationsprozess, wohin auch immer, ist erstmal die offene Frage. Genau. Und einfach nur den Kapitalismus als wirtschaftliches System abzulehnen, greift auch ein bisschen zu kurz. Man muss verstehen, wie er funktioniert. Ich verstehe zumindest, dass ja ein wichtiger Punkt die wahre Arbeit ist. Also Arbeit ist ja das, wo man immer noch was rausholen kann. Irgendwann sind alle Prozesse effektiviert, dann haben wir den Finanzsektor, der aus dem Ruder geraten ist. Aber der Faktor Arbeit ist nicht das als Ware das Wesentliche des Kapitalismus? Doch, man kann das so beschreiben. Der Kapitalismus hat angefangen, als man begonnen hat, menschliche Arbeitskraft durch Technik zu ersetzen, nicht? Und das ist ganz genau datierbar. 1760 im Nordwesten Englands haben Textilfabrikanten die Idee gehabt, eben Webspielstühle und Spinnereien zu mechanisieren und Arbeitskraft zu ersetzen. Das heißt, das Wachstum kommt dadurch zustande, dass man pro Arbeitskraft immer mehr Waren herstellen kann. Und das geht natürlich nur, wenn man Technik einsetzt. Das heißt, die Arbeit ist auf der einen Seite das Wichtigste im Kapitalismus, ist ja ganz klar. Also ohne Menschen würde gar nichts funktionieren. Gleichzeitig ist natürlich die Technik genauso wichtig. Sonst gäbe es gar kein Wachstum. Aber die Arbeit, es werden ja immer weniger Arbeiter gebraucht oder weniger Arbeitskraft, weil alles effektiver wird. Und die Menschen sind dann übrig? Nein, die sind nicht übrig, sondern das normale, also bisher war das ja so, dass die dann in neuen Produktionsfeldern wieder beschäftigt wurden. Nicht? Also ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, seit 250 Jahren wird ständig mehr Technik eingesetzt. Also sowas wie Stahlöfen oder so, das gibt es ja auch erst seit 100 Jahren ungefähr, oder 150 Jahren, aber trotzdem für alle Leute, die dann überflüssig wurden, hat man ja immer neue Beschäftigung gefunden. Das war ja die sogenannte erste industrielle Revolution. Die zweite, könnte man sagen, ist jetzt die Einführung der Computertechnik und das, was man so, ja, was ja auch diesen Finanzhandel möglich gemacht hat, den Finanzkapitalismus. Ist das jetzt eine neue Form des Kapitalismus oder ist es einfach eine logische Weiterführung, dass aus Geld Geld wird und Geld ja auch eine Ware geworden ist? Nee, das ist sogar ganz anders. Also Geld und auch Spekulation gab es schon immer. Also die Leute denken zum Beispiel, Derivate seien etwas völlig Neues. Das ist Quatsch. Also Derivate gab es schon in der Antike. Das heißt, das Neue ist nicht, dass spekuliert wird oder dass man komische Wetten abschließt. Derivate sind ja letztlich Wetten. Sondern das Neue ist tatsächlich, dass es das Wachstum in der Welt gibt. Also der sozusagen der reale Kapitalismus, die Industrialisierung, das ist neu. Geld gab es schon immer. Also die Mesopotamier haben schon vor 5000 Jahren mit Geld gezahlt. Das dann Neue ist die Industrialisierung. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Also wir können natürlich jetzt das nicht alles zusammenfassen, was Sie in Ihrem Buch schreiben, aber trotzdem, wenn man jetzt mal versucht, den Kapitalismus zu verstehen und sagt, da gibt es Dinge, die eigentlich verändert, verbessert werden müssten, ist das dann überhaupt möglich, einen menschlichen Kapitalismus hinzukriegen? Ja, das ist eigentlich der eigentliche Witz, nicht? Es wird oft ja gesagt, der Kapitalismus, das ist dann irgendwie freie Marktwirtschaft und der Staat darf sich möglichst wenig einmischen. Das ist alles Unsinn. Also das kann ich jetzt hier nicht alles erklären, aber der Kapitalismus hat mit Marktwirtschaft sowieso gar nichts zu tun. Wieso das? Also Marktwirtschaft heißt ja, ist ja die Idee, viele Unternehmen konkurrieren gegeneinander und das beste Unternehmen setzt sich dann durch, nicht? Aber wenn man sich den Kapitalismus so, wie er tatsächlich existiert, anguckt, dann wird man feststellen, es gibt gar keine wirkliche Konkurrenz, sondern er wird von wenigen Großkonzernen beherrscht. Ich meine, sagen, was ist denn daran jetzt echter Wettbewerb, dass zum Beispiel VW noch Audi, Porsche, Skoda, MAN und so weiter kontrolliert? Das ist ja ein Riesenkonzern, der eigentlich versucht hat, alle Konkurrenten aufzukaufen. Und das sieht man in jeder Branche, nicht? Jede wichtige Branche wird von ungefähr 3-4 Giganten regiert und das ist auch in jeder neuen Technik so. Also beispielsweise im Internet, wer regiert da? Google, Amazon, Microsoft. Ich meine, was ist denn daran Wettbewerb? Und das muss so sein, weil die Investitionen gehen ja immer in die Milliarden
Und keiner würde investieren, wenn er nicht hinterher sicher sein könnte, dass er auch tatsächlich sein Produkt los wird. Nur dass, wenn es jetzt so einen Markt gäbe, wo jeder gegen jeden konkurriert, das wäre viel zu chaotisch. Da könnte ja keiner schon vorher wissen, dass er hinterher sein Produkt los wird. Das heißt, eigentlich ist der Kapitalismus auch eine Art Planwirtschaft, nur auf privater Ebene. So, und es ist keine Marktwirtschaft, sondern etwas völlig anderes. Und was man dazu wissen muss, ist, der Kapitalismus funktioniert nur, wenn er vom Staat gestützt wird. Das kann man auch sehen, dass der Kapitalismus immer da entstanden ist, wo es Nationalstaaten gab, die ihn wiederum dann auch unterstützt haben. Deswegen ist es auch so, dass man den Kapitalismus steuern kann politisch und auch steuern muss, sonst bricht er sofort zusammen. Mhm. Eine Steuerung wäre ja zum Beispiel ein Trennbankensystem einzuführen. Nach der großen Finanzkrise war das ja immer wieder das Thema, Investmentbanken und Geschäftsbanken wieder zu trennen. Das hatten ja die Amerikaner im Glass-Steagall Act, der ist ja dann irgendwann aufgehoben worden. Warum wird denn das nicht gemacht? Zu sagen, wir retten die Infrastruktur der Länder, in dem ja, das basiert ja alles irgendwie auf Geld und auf Kredit und Geld arbeitet ja irgendwie, wo ich mir immer nicht vorstellen kann, wie Geld arbeitet, aber das Trennbankensystem, warum wird das nicht eingeführt? Ist für mich unverständlich. Ja, also wo Sie recht haben, ist, man muss die Finanzmärkte unbedingt regulieren. Und man muss verhindern, dass Banken pleite gehen und dann vom Staat gerettet werden müssen und auf diese Weise dann immerzu der Steuerzahler die Verluste trägt, während die Gewinne eben privat von den Bankangestellten abgeschöpft werden. Das geht natürlich gar nicht. Aber ich, aus meiner Sicht, ist das Trennbankensystem würde keine Lösung bringen, weil man, also das ist ja die Idee, es gibt Geschäftsbanken, die machen das normale Geschäft, also geben Geld an Unternehmen und an Leute, die Häuser bauen, und dann gibt es eben die Investmentbanken, die sozusagen mit Aktien spekulieren und Ähnliches treiben. Aber selbst das Hauptproblem ist, dass selbst normale Geschäftsbanken können sich in die Pleite spekulieren. Also das sieht man zum Beispiel in Spanien sehr schön, wo normale Sparkassen einen Immobilienboom finanziert haben und jetzt alle pleite sind. Das heißt, diese Trennung von irgendwelchen Geschäftsfeldern bringt gar nichts, weil man aus jedem Geschäftsfeld einer Bank eine Spekulationsblase machen kann. Sondern wichtig ist, dass die Banken genug Eigenkapital haben, um Verluste zu tragen, sodass sie nicht immer beim Staat Schlange stehen müssen, um sich retten zu lassen. Und das Eigenkapital ist im Augenblick bei nur ungefähr 2,5% der Bilanzsumme, da kann man sich ja vorstellen, ein kleiner Verlust schon ist die Bankpleite, und dieses Eigenkapital müsste eigentlich auf ungefähr 30% steigen. Also das Eigenkapital der Banken muss erhöht werden, und ein Trennbankensystem würde die Krise oder würde das Problem der Bankenkrise und Finanzkrise nicht lösen? Nee, gar nicht, sondern es könnte das sogar noch verschärfen. Also wenn man dann nämlich so diese Idee hat, ach, jetzt haben wir ja die Investmentbanken abgespalten, jetzt können die ja keinen Schaden mehr anrichten, könnte das Problem ja sein, dass man dann sagt, ach, dann brauchen wir die auch nicht mehr zu regulieren, die sind ja jetzt sozusagen abgeschottet und können da machen, was sie wollen. Das heißt, man entsichert das ganze System. Und wenn dann aber eine Investmentbank pleite geht, dann wird man feststellen, dass man sie doch retten muss, weil nämlich diese Ansteckungsgefahren auf den Finanzmärkten laufen auch indirekt, nicht? Also beispielsweise, man stelle sich das nur mal vor, eine Investmentbank hat dann munter Aktien gekauft und irgendwie mit Unternehmensanleihen spekuliert oder sonst was getrieben, jetzt geht sie pleite, hat plötzlich riesige Löcher und macht Verluste, dann würde sie ja ihr ganzes Vermögen, das sie noch hat, irgendwie versuchen abzustoßen, um die Löcher wenigstens ein bisschen zu stopfen, würde also Aktien verkaufen, Unternehmensanleihen verkaufen, sonst was verkaufen, und dann gehen diese ganzen Vermögenspreise in den Keller und das würde dann den gesamten restlichen Markt auch mitreißen, alle Aktien würden nach unten gehen und so weiter, und dann spätestens dann kommt das auch in der Realwirtschaft an, die dann auch in die Krise gerät, es werden keine Kredite mehr vergeben und so weiter. Und dann würde der Staat denken, oh Gott, jetzt ist ja hier eine Wirtschaftskrise, jetzt müssen wir diese Investmentbank doch retten. Das heißt, man muss einfach dafür sorgen, dass keine Bank, egal was sie macht, pleite gehen kann. Und das kriegt man nur hin über ein höheres Eigenkapital, also mehr Aktien und zurückbehaltene Gewinne. Also Eigenkapital der Banken, eine einfache Lösung, es wäre jetzt so schön gewesen, ist ja nicht so einfach, weil es ja so komplex ist. Also das ist ganz einfach, am Eigenkapital ist nichts komplex, das sind einfach nur mehr Aktien. Aber warum macht dann die Politik, gibt das denn nicht vor? Es gibt ja diese Basel-Vorgaben für die Banken, könnte man doch einfach sagen. Also die Lehren aus der Finanzkrise heißt höhere Eigenkapitalquoten der Banken, fertig. Genau, das ist ganz einfach, weil höheres Eigenkapital würde heißen, dass die Boni für die Banken sinken. Das heißt, Sie müssen mal gucken, worauf die Banken sozusagen ihre gesamte Lobbyarbeit richten, und das ist gegen das Eigenkapital.
So, und das heißt mit aller Macht, die Banken versuchen wirklich mit aller Macht alles zu verhindern, was nach mehr Eigenkapital aussehen könnte. Weil es ist ja klar, wenn man mehr Aktien hat, also mehr Aktionäre, dann wollen die ja alle eine Dividende sehen. Und dann, man kann den Gewinn einer Bank aber nur einmal verteilen. Also wenn man mehr Dividenden zahlen muss, dann bleibt weniger für die Boni der Bankmanager übrig. So, und das haben die, man muss einfach sagen, das haben die Banken erfolgreich geschafft. Es ist vom Eigenkapital kaum noch die Rede. Und stattdessen werden irgendwelche anderen Konstrukte wie Bankenunion und ich weiß nicht was verfolgt, die alle im Ernstfall nicht bringen werden. Also ein tragischer Unsinn, da haben wir ja, doch, genau. Sind wir wieder dabei. Wollen wir es mal für heute bewenden lassen? Wir werden demnächst hoffe ich weiter plaudern, denn es gibt ja noch die Frage, wie kann es gehen? Gibt es kleine, können Ökobanken helfen, regionale Produkte, kleinere Kreisläufe, wie sieht das alles aus? Das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Okay. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Händchen für Ihr Buch, was hoffentlich bald rauskommt. Ich bin gespannt auf die Lektüre. Gibt es schon ein Erscheinungsdatum? Ja, das kommt dann am 22. September, soweit alles gut geht. Das ist ja dieser Tag, ja. Dann bin ich sehr gespannt drauf. Und werden wir vorher nochmal plaudern. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, die Tageszeitung. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, Grüße nach Erfurt. Ja, danke. Ciao. Tschüss.